Hallöchen, Herrschaften, hier sind Lulu und Kummer. Lulu und Kummer, weil Lulu gerade war ich, ne? Ein Duplo. Heute gibt es nämlich, oh, es sieht so aus, als wenn die Sonne scheint, das ist aber nicht so. Ihr seht, es ist leider ein bisschen Schietwetter hier, Schietwetter. Heute gibt es den DDD, den Daddy Daughter Day, genau. Denn Katharina ist weg, die ist unterwegs. Leon will bei Oma schlafen, also sind Lulu und ich heute alleine. Und können ein bisschen Schabernack treiben. Mal gucken, was wir alles so machen. Ihr werdet es auf jeden Fall... Was? Wir können also die Bude auseinandernehmen. Ja, genau. Wir können die Bude auseinandernehmen oder rocken oder was auch immer. Auf jeden Fall, wir wissen selber noch nicht, was wir machen. Ganz viel können wir nicht, weil es halt wirklich regnet. Aber das gibt's auf jeden Fall jetzt in diesem Video. Mal gucken, was Lulu und ich machen, den Vater-Tochter-Tag. Daddy-Daughter-Day. Viel Spaß dabei. Hallo, liebe Freunde. Und jetzt als erstes gucken wir mal. Wir brauchen vielleicht mal ein neues Auto und Mama findet den hier so toll. Den 2? Den Audi, ja. Audi Q2. Genau. Und das schicken wir Mama jetzt gleich, stelle ich mal davor. Das ist genau der gleiche, nur ein nee, Spaß. Nee, das ist ein Q3. Oh, ein 3? Das ist ein Q3, steht halt mal. Nur du willst ins Gelände, einen großen Amarok. So, in der Zeit, wo wir jetzt Autos gucken waren, haben wir Glück gehabt und denn da oben irgendwo. Irgendwo da ist sie, die Sonne ist rausgekommen. Das ist natürlich sehr gut, denn der kleine Kloppo hat ja auch keine Lust im Regen Gassi zu gehen, ne? Ja. Wo ist er jetzt? So, da ist er. Der Lorenz brennt wieder. Ja, jetzt brennt der Lorenz. Und dann haben wir nämlich eine mega Idee, was wir gleich machen. Das wird aber nicht verraten. Das seht ihr nämlich in einem anderen Video. Das ist ne, am Daddy-Daughter-Day, da macht man natürlich Quatsch, ist klar. Ne? Papa und Lulu machen Quatsch. Und was immer, ich gebe euch nur einen Hinweis. Ich sage nur McDonald's, mehr sage ich nicht. Und das seht ihr auf jeden Fall in einem separaten Video. Denn ich glaube, das wird ganz lustig. Herrschaften, ich habe es gesagt, McDonald's. Was wir genau gemacht haben, das wird noch nicht verraten. Aber am Daddy-Daughter-Day, ne? Vater-Tochter-Tag, da kann Lulu natürlich auch mal eine Runde McDonald's essen. Jetzt ist keine Mama da, die sagt, das gibt's aber nicht. Wobei eigentlich bist du öfter mit Mama bei McDonald's als mit mir, ne? Mhm. Kommt zwar nicht so oft vor, das letzte Mal, glaube ich, als du krank warst. Ja. Aber, und wie ihr seht, das esse ich. Nämlich nichts. Ich esse nichts. Nur Lulu hat sich was geholt. Und wie das gelaufen ist, wie gesagt, das seht ihr im anderen Video. Das wird bestimmt lustig. Möchtest du eigentlich Ketchup haben zu deinen Pommes? Ja. Jetzt ist gleich Mittagessen rum. Was haben wir Glück gehabt? Es fängt gerade wieder an zu regnen. Unglaublich. So, jetzt kriegst du noch deine Bio-Schorle hier von McDonald's. Aber genau passig, ne? Glück gehabt. Und guck mal, was ich mir hier ausgesucht habe. Achso, das baue ich jetzt erstmal auf. Sie hat im Happy Meal Nerf Rebel gehabt. Das bauen wir jetzt erstmal auf. So, und nach dem Mittagessen machen wir ein bisschen Siesta. Das heißt, wir ruhen uns ein bisschen aus. Lulu guckt hier, was guckst du da gerade? Familie Hauser und ich gehe jetzt auch noch an den Computer und dann machen wir ein bisschen bei dem Mistwetter. Es regnet so doll, aber ich kann euch sagen, seid gespannt. Das Video von McDonald's wird, glaube ich, sehr lustig. Und ich glaube, wir machen gleich noch einen kleinen Telefonstreich. Oh nein, lieber nicht. Wir veräppeln Mama noch. Aber erstmal Siesta jetzt. So, jetzt ist Lulu schon ganz lang oben. Ich habe überhaupt nichts von ihr gehört. Gucken, was die da spielt. Gehen wir jetzt mal hin. Was machst du denn da? Ich möchte umstellen. Du möchtest umstellen? Ja. Was stellst du denn um? Ich stelle meinen Reiter um. Wir sind die Kuh. Wo soll der hin? Was? Und der Teppich? Der Teppich meinst du? Eieiei, gut, dann ruf mich, wenn du fertig bist. Deswegen habe ich also nichts von ihr gehört. Stellt sie hier um. Naja, ich gucke jetzt Fußball und Lulu stellt um, ne? Dann könnt ihr euch nachher das Endergebnis angucken. Ich bin selber gespannt. So, jetzt ist es ungefähr eine Stunde später und jetzt bin ich mal gespannt. Sie hat gerufen. Hey, Mensch, hast du ja wirklich
Und Hund auch wieder toll aufgeräumt. Ui! Ja, klasse! Mensch, haben wir eine kleine Roomtour hier noch mit eingebaut, ne? Mensch, das hast du aber toll aufgebaut. Da ist das Einkaufszentrum, die Feenwelt. Toll, toll, toll. Auch und das Lego-Hotel. Klasse, Lulu. Das hast du aber ganz toll gemacht. Mensch, macht ihr das auch öfter, dass ihr eure Zimmer einfach so umstellt? Hä? Könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben. So, und ich renne hier nämlich auch mit Schirm rum, weil das Hühnchen muss ja mal wieder raus, ne? Bei Wind und Wetter. Und da wollte Lulu ein bisschen durch die Pfützen springen. Das machen wir jetzt. Also, es geht weiter mit dem Daddy-Daughter-Day. Es ist jetzt eigentlich Zeit fürs Abendbrot. Aber das kann man ja an dem Daddy-Daughter-Day kann man ja nicht einfach so Abendbrot essen, sondern das wird ausgeschossen. Lulu hat ja das vom Mittagessen von McDonald's, hat sie ja diese Nerf Rebel bekommen. Da sind zwei Schüsse bei, zwei Tore, diese beiden Tore. Lila und einmal Türkis. Genau, lila und Türkis. Und auf die schießen wir jetzt. Und es gibt zwei Pfeile. Schuss. Jeder hat zwei Schuss. Wenn einer beide abräumt, dann darf er entscheiden, was es zu essen gibt. So. Also Lulu, hau rein. Ich fange einen geschafft. Oh, ein Punkt für Lulu. Jetzt bin ich dran. Nein! Der erste geht schon mal daneben. Oh, auch ein. Nochmal, Lulu, nächste Runde. Oh, und wieder. Wieder nicht. Ach, nicht getroffen. Noch eine Runde. Runde Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. Eins. Oh, Lulu hat beide weggeräumt. Jetzt muss ich beide auch wegräumen. Oh, hier war Glück gehabt. Den wollte ich noch gar nicht losschießen. Beide jetzt weg. Kann es sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Holt euch eine Tüte Chips und was zu trinken. Es kann noch ungefähr eine Stunde dauern. Yay! Kloppo, da musst du ausflippen. Ja, und es gibt Brokkoli. Nein, es gibt kein Brokkoli. Es gibt heute zu essen, weil wir es eh noch im Kühlschrank haben, Nudelsalat und Bockwürstchen. Ist das ein Kompromiss? Bockwürstchen isst du doch gerne, oder nicht? Ja. Nudelsalat. So, Herrschaften, jetzt ist es soweit, der Abend ist angebrochen. Es ist zwar noch hell, aber wir haben gerade gleich halb acht. Papa, wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen? Was haben wir denn vergessen? Ich bin gespannt. Ah, oh, die Snacks. Ja, das ist klar, ne? Zu einem schönen Filmabend gehören natürlich auch Snacks. Mach mal auf, was haben wir da? Boah, da sind Zwiebelringe, da sind Pombeeren und... Und ich merke gerade, Bolt, der läuft ja gerade, ist gerade angefangen. Das ist Bolt, ein Hund für alle Fälle. Das ist übrigens unser Hund für alle Fälle. Das ist Bolt. Den findet Lulu so cool. Den hat die bestimmt schon, wie oft hast du den schon geguckt? 10 Mal? Bestimmt, oder? Dann gucken wir uns jetzt auf jeden Fall an, wir beide. Und danach geht's für Lulu ins Bett, dann ist es ja auch schon spät. Stopp, Leute! Ich darf nichts mehr sagen, habt ihr gehört? Also, das war also unser... Daddy-Daughter-Day. Papa und Lulu alleine. Na? Wir wünschen euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ja, wir gucken jetzt Bolt, dann geht's ins Bett und wir lassen uns die Leckereien noch schmecken und sagen, bis zum nächsten Mal. Lulu, was sagst du denn? Was sagst du, weil ich gesagt habe, die Leckereien lassen wir uns schmecken? Wir schnabulieren alles weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button.
Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch alle Seiten. Tschüss!